Ja, hallo, liebe Kenji-Freunde oder Forschungsfreunde oder Weltbaufreunde oder was auch immer für Freunde. Liebe Freunde, einfach nur zurück in Kenji sind wir jetzt. Und ich ordne hier mal wieder schnell unsere ganzen Recken zu ihren Aufgaben. Und dann geht das wieder los. Wir sind ja immer noch dabei, hier unsere Waffen, unsere Basis, alles ein bisschen auszubauen, alles ein bisschen zu forschen. Hier sind jetzt schon vier, oder? Ne, das sind drei, okay. Dann gehört Fischi doch mehr dazu. Rodo dahin und die beiden Backpfeifen daran. Und dann sollte das schon wieder laufen. Weaponsmithing 7 ist bald fertig. Und wir brauchen immer noch einen Schmied. Prinzipiell ist das ja nie das Problem, denn wir bekommen ja, wenn wir das wollen, dann ja auch weitere Steinminen, die wir upgraden können. Und wo wir dann eigentlich hierhin abziehen. Nur könnte ich das eigentlich jetzt schon machen. Und zwar Ihmchen hier. Sag mir mal deine Stats. Naja gut, der müsste halt das trainieren, ne? Waffen und Rüstungsschmieden, aber das kann er ja. Okay, Linox wird jetzt verdonnert dazu, Waffen herzustellen. Natürlich an der neuen Schmiedebank teil. Und ich würde sagen, wir geben einfach mal was in Auftrag, um zu gucken, wie das so aussieht. Und da fange ich doch mal an mit so einer Fragmented Axt. Zack. So. Bin ich ja mal gespannt. Er braucht auf jeden Fall Fabrics anscheinend und Eisen. Und wo sehe ich jetzt, wie lange das Crafting dauert? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber er macht das schon, denke ich mal. Unser Linox und unser Waffen-Upgrade sollte dann auch gleich wieder fertig sein. Gucken wir doch gleich uns die Waffen an, die neuen. Sind bestimmt wieder bessere dabei, aber naja. So, mit Mago. Was könnten wir denn mit ihm mal anfangen? Beziehungsweise ich so, tu hier mal wieder. Genau, Rayray ist mir schon wieder fertig. Einmal umsortieren. Ich habe gesehen in den Kommentaren, dass einige von euch ja doch auch recht gut Geld machen mit ihren Nahrungsmitteln. Manche hauptsächlich nur auf Rum. Aber ja, warum nicht, ne? Ich mache halt beides. Früher oder später geht es eh darum, dass man halt zu trinken und zu essen hat. Für seine Leute, da bin ich mir recht sicher, dass das eingeführt wird. Sonst könnte man ja, bräuchte man das Zeug ja nicht herstellen, um es nur zu verkaufen, wäre ja Quatsch. Jedenfalls, ja, früher oder später braucht man halt trinken und essen. Und da haben wir dann halt beides mal, das ist ja nicht so schlimm. Und bis es soweit ist, können wir das Zeug noch verticken. Laufe ich jetzt hier schon auf Fullspeed? Ja. Es dauert nur, weil er hier halt das noch nichts groß kann. Weaponsmithing 7 ist fertig. So, dann gucke ich nochmal in die Crafting-Tabelle. Wir erforschen ja gerade eine Axt hier. Oh, wir nehmen die gerade und die hier wäre nochmal ein Stück besser. War eigentlich klar, dass die nochmal besser wäre. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter mit der, die wir ausgewählt haben. Es ist schon krass, wie viel Waffen es jetzt hier gibt inzwischen. Und die Planke, die bekommt dann bestimmt hier unser Meister Li Lao Feng, denke ich. Die ist bestimmt besser als seine. Ich gucke hier mal so durch, was hier die letzten Erforschungen gerade so sind. 1,4. Krass.
die sind immer so ein bisschen Hybriden, will ich das jetzt mal bezeichnen. Die haben halt Blunt Damage und Cutting Damage recht hoch, also nicht extrem hoch, aber trotzdem recht hoch. Und hier gibt es dann immer noch einen Unterschied zwischen dieser Industrial-Dings und der Katan-Dings. Die einen haben halt, geben halt Bonus auf Defense und die anderen Bonus auf Attack. Das ist auch interessant, das kann man, da kann man sich. Die bringen Bonus auf beides, sind aber, na gut, haben auch Blunt Damage recht viel. Ja, ja, kann man sich durchaus überlegen. Wir stellen jetzt natürlich, gerade eins her, das macht uns minus Defense, aber plus Attack. Gibt es das auch noch als andersrum? Sicherlich. Nee. Nee, gibt es nicht andersrum. Naja, ist ja auch nicht so schlimm, aber trotzdem komisch. Wo ist er denn, unserer Linox eigentlich? Ach, hier in Array, kann da nicht mal mitforschen. Der gehört ja auch zur Bande. Linox, nicht Laufeng. Lao, wo bist du? Ach ja, du bist ja auf dem Feld. Ich möchte mal kurz deine Waffe angucken. Okay, die ist eigentlich genau dasselbe. Nee, das ist das Industrial Ding. Und wir bekommen ja dann das Katan-Teil. Whatever. Ist schon besser jedenfalls. Wenn es dann irgendwann fertig ist. Also es dauert bestimmt eine Weile. Da unser Linox ja einfach noch nicht gut genug in den Schmiedesachen ist. Hat er jetzt so schnell schon Punkte aufgebaut? Das ist ja krass. Ist schon bei 11 immerhin. Oh, von mir aus. So. Ray Ray, Alter, bist du schon wieder voll? Das gibt's doch nicht. Da kommt ja niemand Tai Chi hinterher. Das muss doch da fertig sein. Okay, eine bessere Bank wird gebraucht, um bessere Waffen herzustellen. Ja, ich hoffe, wir können die dann upgraden. Mago, was sagst du? Hoffst du auch, dass wir die dann upgraden können, ne? Wäre einfacher. Bräuchte man genau so ein Ding irgendwo hinstellen. So, ihr seid auch wieder voll, das ist klar, aber naja, nicht so schlimm. Macht doch mal ein bisschen hin. Naja. Hatten wir nie noch einen? Kaifeng, wo bist du? Ach, du bist hier mit am Steinbrecher, okay. Einmal in die Landschaft geschaut. So, dann wäre das Upgrade fertig. Und wir können sie upgraden. Genau, das mache ich jetzt auch. Auch wenn es möglicherweise nie so schlau war, weil jetzt das Crafting weg ist. Aber naja, mein Gott. Wir werden es überleben. So. Ja, was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist auf der Entwicklerseite von Kenshi hier, lofigames.com, hat der Entwickler ein Video dazu gepostet, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ein Video dazu gepostet, wie die Soundsamples mal aussehen werden könnten, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und wenn das so wird, dann wird es ziemlich cool. Ich finde zwar die Musik so ein bisschen, klar, es ist stimmungsvoll und passt vielleicht zum Game, aber ja, ist irgendwie nicht so mein Fall, muss ich sagen. So ein bisschen langweilig, wahrscheinlich weil ich gewohnt bin hier und so etwas, das stürmischere Musik. Und sobald, also wenn es möglich ist, dass man die Sounddateien da die ein bisschen
bearbeiten kann, dann werde ich da sicherlich unsere Musik reinbasteln. Irgendwie. Einfach um auch da ein bisschen ja, Wiedererkennungswert zu schaffen. Unsere Musik ist ja dann doch jetzt schon eine ganze Weile dabei mit. Und für mich gehört es halt voll zum Spiel jetzt inzwischen. Was ist das? Sieht aus wie irgendwie Flutlichter, die jetzt hier stehen. Aber ich glaube, das sind einfach nur irgendwelche Mülleimer. Keine Ahnung. Macht's euch doch mal nicht so schwer und baut das Teil endlich auf. Und inzwischen ist Advanced Katanas auch schon wieder voll erforscht, also es wird auch gleich fertig sein. Genauso wie das dann gleich kommen wird, denke ich. Und dann kommen hier so immer noch Waffenschmieden und... Ja, die Waffen werden immer besser, denke ich. Aber wir konzentrieren uns dann jetzt erstmal darauf hier. Damit wir dann irgendwann mal hier Leute wieder abziehen können oder das Teil halt ganz automatisch läuft. Das wäre ein Segen. Warum macht eigentlich Lauf Feng hier mit bei dem... So, wo sind sie jetzt, unsere noch mehr Advancederin? Waren die hier schon dabei? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Die Liste ist auf jeden Fall länger geworden, würde ich sagen. Ah, hier, Extended. Die sind ja immer sehr interessant für mich, da ich ja doch einige haben will, die ein bisschen mit längeren Schwertern noch kämpfen. Ich glaube, davon werde ich dann ein paar bauen hier. Vielleicht nicht direkt davon, sondern dann von denen, die dann noch höher gelevelt sind, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt ist auch noch die Bank fertig. Sind da noch mehr dazugekommen? Ne, ich glaube, das braucht man dann erst nach und nach, denke ich mal. So, Mago. Tush Iru. Wo warst du denn am beschäftigt sein? Hier drin, oder? Und du gehst durch die Tür. Operating Machine? Was willst du denn da hier? Was zur Hölle machst du da? Das ist so ganz... Manchmal ist es komisch, was sie so anstellen. Warum geht er denn jetzt hier hin und holt sich irgendwie Eisen? Ist bekloppt. Bist du bekloppt? Ha, weiß keiner genau, was er vorhatte. Hier wird fleißig geforscht. Und ja, ich habe schon wieder nichts gegessen vor der Aufnahme. Ich stehe halt, es ist Wochenende gerade und ich stehe immer auf und weiß, dass ich aufnehmen muss und macht das und kriegt dann irgendwann Hunger. Aber das kann ich ja dann noch bekämpfen. Ich werde die Aufnahme schon überleben. Machst du fein. Und du auch, ganz fein machst du das. So, dann sind die Advanced Subrets fertig. Gleich, hoffentlich. Jetzt nämlich. Gleich nochmal reingucken. Die Liste wird immer länger. Wo sind die jetzt gelandet? Was ist das denn? Ringed. Okay. Ist das etwa so irgendwie halt wie ein Ring? Das ist das. Keine Ahnung. Müssen wir dann mal bauen. Stimmt interessant aus.